Also diese Steine hier sind flüssig. Genau, das spritzt da oben raus. Und dann werden die so hart irgendwann. Aber davor sind die flüssig und spritzen da raus. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Er macht auf jeden Fall seine Arbeit gut hier mit diesen vertrockneten Lavasteinen. Und vor allem diese Steine, die sind voll leicht, weil da so viel Luft dran ist. Zwar nicht so viel Luft wie in meinem Kopf, aber da ist auf jeden Fall Luft drin, deswegen sind die so leicht. Weil diese ganze Luft von dort irgendwie verbrannt ist und sich da eingeschleust hat, irgendwie so. Also ich weiß das nicht, aber ich glaube daran. Guck mal, hier vorne ist das alles Lavagestein. Hier ist eine richtige Lavalandschaft. Es fühlt sich richtig kross an, als ob man mit den Füßen durch die Steine irgendwie durchdrückt, dass das irgendwie so auseinanderfällt ungefähr. Fühlt sich sehr interessant an. Es ist eine richtige Lavawüste hier. Alles voll mit Lavagestein.